Ja, Hallöchen. Hello, 11.11. Zeit weiterzuspielen. So. Wir waren gestern dabei, um das gute Sanctuary zu erkunden, das sich nach dem nuklearen Fallout ein bisschen anders präsentierte. Unser roboter Freund, dessen Name ich leider vergessen habe, hatte sich da irgendwie schon mal abgesetzt. Da gucken wir dann gleich mal nach. Ach ja, und wie wir auch hören, Classic Radio ist am Start. So, hier waren wir ein bisschen unterwegs mit den Saves und so. Das hatten wir auch, wa? Das ist die Brücke. Oh, was ist das denn? Ah, ja. Aber ich möchte sagen, die Musik ist etwas anstrengend gerade, ne? Liebes Radio. Lass mal gut sein. Hier waren wir gestern, ne? Aber das scheint schwer. Das speichern wir. Abgeschlossen. Ach, das kann ich gar nicht. Die bekomme ich so nicht auf. Die bekommt er so nicht auf. So, und ich habe mir ein bisschen was durchgelesen bezüglich der ersten Schritte in Fallout. Ich stelle schon fest, das Spiel läuft übrigens etwas runder, wenn man die Figur nicht sieht, offensichtlich. Dass in meinem werten Eigenheim, namentlich dem Hause hier, im Kinderzimmer noch irgendwas liegt. Schauen wir doch mal nach. Hier sind die ganzen Holzblöcke. Können wir hier? Babyrassel. Spielzeugauto. Was hier alles liegt? Also Stuhl zum Setzen, ja. Da ist das Mobile. Hat aber keinen tieferen Wert. Da. Klassisch, sagen wir. Ach so, ich kann nicht. Sagen wir mal Stärke. Und nu? Bin ich stärker? Kurzwaff ist der Roboter, ja.
Nee, das ist irgendwie schief gegangen. Zumindest nicht das, was ich machen wollte. Ach so, platziere ich den Favoriten. Ja, ich verstehe. So, seht man mal, hat sich doch gelohnt, hierher zurückzukehren. Das Bild hängt schief. Alter Loriot-Gag. So, schauen wir uns aber mal weiter um. Hello, Neighbor. So, da drüben waren wir schon. Da ist doch meine Werkbank, wa? Ist da jemand? Ach, das ist der Roboter. Ja. Aber... gesamten Schrott lagern. So ist recht. Schauen wir hier aber noch mal ein bisschen weiter. Da passiert nicht so viel. Schicke Karre. Leider kaputt. Es wird übrigens eindeutig Nacht, ne? Ich frag mich jetzt, das sind jetzt Erfahrungswerte, die ich so als Fallout-unerfahrener Mensch noch nicht habe. Was passiert, wenn es dunkel wird? Ist das schlecht? Eine Blähfliege. Okay. Toaster. Noch eine Blähfliege. Aber die sind ja offensichtlich hinüber. Kaugummi. Ja, stimmt. Der Fallout war ja ein Halloween. Ah. Ein Safe. Ja, dann... speichern wir mal, ne? So, wie war das? Ach, come on. Wir waren noch fast da. Da lade ich jetzt aber ganz schäbig einfach neu. Hat's ja fast. Ah. Okay, die Dinger werden... zufällig generiert. Schön. Mhm, finde ich auch. Jetzt ist eindeutig dunkel. Pip-Boy. War da jetzt eine Waffe dabei? Oh, was ist das denn? Die scheint mir nicht ganz... irgendwie eine Info. Die scheint mir nicht die gleiche Stärke zu haben, aber... ich würde gerne mal sehen. Zeig mal. Aha. Naja. Naja, warum nicht? Ein Schädel. Ach so, das ist ja alles nur von Halloween. Speichern wir das für uns.
Es läuft eindeutig flüssiger, wenn ich es aus der Ego-Perspektive spiele. Saubere Kleidung. Lass mich raten, die ist wieder nicht besser. No, sir. It isn't. Es hat keine Rüstung, wa? Fernseher. Die funktionieren nie. Agebege. Löscher. Na, der wird auch nicht funktionieren. TV-Dinner-Tablet, ja. Sehr amerikanisch. Die Häuser sind auch alle irgendwie... Oh, was haben wir denn hier? Kling. Sehr, sehr ähnlich, ne? Ach so. Nein, nein, nein. Ich will auch gar nicht sitzen. Ach. Ich klicke zu schnell auf die Dinge, ohne zu lesen, was da eigentlich der Fall ist. Also, Schreibtisch. Da ist auch nichts dahinter. Ich mag mich täuschen, aber in diesem Haus geht gar nicht mal so unfassbar viel, was? Kochmütze. Ja, Mensch. Okay. Wo war die Tür? Da. Kuckuck. Jemand hier? Ich dachte gerade, wäre ein Reh oder sowas. Leben. Da muss ich hin, ne? Das Gebäude ist kaputt. Da war ich gerade. Mal gucken, ob hier draußen noch was rumliegt. Das hat Radio. Jeep, Jeep. Briefkasten. Und das ist auch gecrashed. Mich erraten, der Weg führt zwangsläufig zu Colworth? Colbot? Oh, Name vergessen. Hier liegt noch was Heißes. Tendenziell aber nicht. Da ist er. Ist ja richtig. Hm? Was heißt das denn? So, was kann ich damit jetzt machen? Modifizieren. Heißt was? Verbesserte Energieresistenz. Aha. Okay. Ich sehe schon, für die anderen Sachen brauche ich irgendwas. Ich bräuchte also Leder für eine mögliche Verbesserung. So, haben wir mal eine Markierung gesetzt. Gucken, was das bringt.
zurück. Daraus bekäme ich Stoff. Das will ich nicht. Ja. Aber wo kann ich denn... Wo kann ich so... Das ist eine Rüstungswerkbank. Verstanden. Wo kann ich denn den ganzen Schrott zerlegen? Ha! Waffenwerkbank. Okay. So. Schlagstoff. Elektrifiziert. Das klingt gut. Ui! Da habe ich ja genug für. Aber ich kann das noch nicht machen. Schade. So. Geringeres Gewicht, geringerer Schaden, nein. Erhöhtes Gewicht, verbesserter Schaden. Das klingt nicht schlecht. Au. Gehärteter Verschluss. Okay. Now we're talking. Verbesserte Feuerrate, unterlegener Schaden. Nein, das will ich nicht. Und dann kommen die Sachen. Aber das hier klingt gut. Automatikverschluss. Nee. Gehärteter Verschluss, Verzeihung. Wiegt mehr. Sehe ich ein. Aber das ist es wert. Machen wir. An der will ich erstmal nichts ändern. Ja. So. Dann rüsten wir doch wieder mal unsere gute Waffe aus hier. Zeig mal. I like it. I like this very much. Was ist denn jetzt hier mit der Station? Also das ist die Power-Rüstungsstation, ja. Werkstatt. Vielleicht mit der... Kapiere ich nicht. Gerade. What? Jetzt könnte mir das jemand erläutern. Oh. Ich habe gerade ein bisschen Krach gemacht. Gerade ob hier noch. Ja, hier war ich offensichtlich nicht. Könnte mir jemand helfen? Wie zerlege ich den Schrott? Nach, also für Ressourcen.
Speichern wir mal. Auf jeden Fall interessant. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Was? Ich muss jemanden darauf ansetzen. Wie darauf ansetzen? Braucht irgendwie noch Erläuterung. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich lese ihn einfach mal vor. Bei John und Kathy Super Salon gibt es die neuesten Frisurentrends. Holt euch den guten Look und genießt die neidischen Blicke der anderen. Schrottlagern. Suchen. Sortieren. So, was ist das hier? Na, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, hier wird es noch eine Erläuterung für geben. Komm, ich will nochmal schnell speichern und dann gehen wir hier zu unserem freundlichen Roboter-Kollegen. Was ist denn hier der Eingang? Tja, hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und okay. Sichere die Heimatfront. Hey, Cotsworth. In Concord muss es jemanden geben, der Ihnen helfen kann. Ich pflege immer noch den Garten, Sir. Und wie Sie sehen, sind unsere Geranien auch weiterhin der Stolz von Sanctuary Hills. Dann bin ich ja froh. Eine dreckig gefaltete US-Flagge. Fernseher funktionieren nie. Wieso sind diese Blähfliegen alle tot? Halt. Oder was? Nur ein Schemel. Hatte der eine Dose verspeist?
das mit Leuten wieder besiedeln, das scheint mir später zu kommen. Mir war, als hätte ich dort was gesehen. Achso. Das ist der Wendehammer. Ich finde es leid, in einem Wendehammer leben zu müssen. Das ist das Haus. Ja. Ist hier noch was zu ernten? Nö. Auch nichts auf dem Grill. Was haben wir denn hier? Unten am Wasser. Cram. Okay. So. Wasser ist, glaube ich, nicht so clever zu betreten. Ist das doch alles? Okay, also das Spiel will wohl offensichtlich, dass ich Richtung Süden dort mal wandere. Richtung, wie ist die Stadt? Concord. Okay. Hüpf. Können wir ja mal machen. Ich will allerdings nochmal gucken. Vorher. Achso, noch die letzten Taschen leeren. Da laufen wir noch ein bisschen in eine andere Richtung. Da mussten wir wohl erst die Animation abwarten. Nochmal bei uns zu Hause vorbei. Also, aber ja, machst du noch was? Cotsworth. Machen Sie einen Spaziergang, Sir. Gehen Sie an die frische Luft. Mal nach Osten gehen. Hier hinten so raus. Mal gucken, was passiert. Das ist jetzt ein bisschen experimentell. Aber gut. Gibt es hier Gefiecher? Die hier fahren? Oh, was ist das? Hab ich da nicht gerade was gesehen? Ach, hier ist das Wasser. Ein Feuer. Der hat geangelt. Schon wieder. Ist hier überall das Wasser? Scheinbar. Eine Badewanne. Was bist du? Was seid ihr?
Puh. Ich würde sagen, okay, das waren mal ein paar etwas härtere, gefährlichere Gegner. Was ist denn der Rest? Kann ich das essen? Ja. War doch nicht schlecht. So irgendwie. Level up. Erscheint mir hilfreich. Oder Schlösser knacken. Aber machen wir mal. Also das mit Aufmerksamkeit ist schon ganz gut. Ich mache jetzt das hier. Ich sage, gut investiert. Leuchtet auf jeden Fall was. Ich hab's zuerst gefunden. So läuft das also, ja? Thank you.
Puh. Ganz schön gefährlich. Das war gut, dass ich gespeichert habe. Sollte mir auch mal sowas... Na, ist egal. So. Ich würde sagen, das war gar nicht so schlecht. Irgendwas davon nützlich. Gute Zeug. Stachelrüstung. Scheint mir besser als das, was ich hier habe. Okay. Die hat scheinbar keinen Schutz gegen Strahlung. Ich sollte allerdings mal etwas futtern.
speichern wir. Leuchtet es hier. Was ist denn das? Also, die Lesson Learned, halt dich fern von der Eier. Lassen ihr die ihre Eier da aber auch so im Freien liegen, ne? Das macht man ja irgendwie auch nicht. Da sind die Eier. Gehen wir mal fort, ne? Das hier. Entsorgungsgelände. Aha. Na gut. Für die Powerrüstung. Okay.
Okay. Habe ich jetzt da was angerichtet? Warum ist meine Energie wieder weg?
War wohl vor dem Speichern. Was 5 hat. So, so. Oh, hier ist ja eine Straße. Da ist diese Satellitenschüssel. Ich könnte ihn ja mal dahin laufen lassen. Aber auf der anderen Seite. Vielleicht gehe ich auch einfach mal zurück. Ich kann nicht in diese Richtung gehen. Was heißt denn das? Natürlich kann ich, wenn ich will. Wie seid ihr denn drauf? Kurze Orientierung, wo bin ich? Vorne müsste doch hier das Dorf zu finden sein, ne? Sanctuary. Okay, ich hab's kapiert. Das hier für ein Ort. Du bist sowas von tot. Fuck. Scheiß auf die Blähfliege.
Das war, glaube ich, ganz gut. So. Allerdings müssen wir uns jetzt ein bisschen heilen. 65, der hat mir ganz schön... aus der Wildnis futtern. Speichern wir das mal, ne? Da drüben ist das Örtchen. Freunde, ich sag's wie es ist. Das ist mir hier zu heikel. Diese Blähfliegen sind gefährlich. Da mache ich mal einen Bogen. Die verseuchen einen, wie es das Zeug hält, ne? Was ist denn das? Das ist der Vault 111, right? Oder? Ja, ja, sieht so aus. Das war ich, hm? Oder? Muss ich den Zugang hier erst aktivieren irgendwie?
Aber die Tür auf. So, angeblich kann man dieses Holoband von dem Spiel mitnehmen. Da dachte ich mir. Gucken wir doch mal nach. Ach so, nein, 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 das war im Recreation Room, ne? Aber wo war der? Hier. Warum kann ich das nicht auswerfen? So, und jetzt kann ich das hier spielen. So, ich werde doch gucken.
wir mal den Schrott weg. Und dann geht's weiter. Würde ich sagen. Oder haben wir noch was zu sagen? In Concord muss es jemanden geben, der ihnen helfen kann. Ah, wir könnten noch mal was kochen. Eine Köterkeule. Meine kleine Mad Max-Rüstung, ne? Wäre aber vielleicht trotzdem schlau, da was von auf die schnellen Gedöns-Dinger zu legen, ne? Mal raus. Ich mache meine eigenen Spielstände. Scheint nicht brauchbar zu sein. Okay. Auch nicht. Offensichtlich nicht. Was bist du denn hier? Oder wer und überhaupt?
Oh, ein Anruf. Da müssen wir mal...